Haben wir noch Medizin? Hallo? Hat hier noch jemand Medizin? 33.2 ist es aktuell. Das ist wunderbar. Hallo? Hat hier noch jemand Medizin? Ich bin noch verletzt. Ja, ich kann dir helfen, warte mal. Ich kann immer noch nicht schnell laufen. Ich habe Schmerzen im Pankreas. Dann können Sie mir. Kann mir jemand ein Darlehen geben? Ich habe nichts. Was soll mein Augenarzt bezahlen? Ah ja, warten Sie mal, das ist ja aber nicht der Blut ist bei mir nicht, du hast eine kleine Quetschverletzung, wahrscheinlich in der Hose. Da kann ich aber nicht ja, reinschauen. Da ist very quetschy in meiner Hose. Der Herr mit der Maske, kommen Sie mal bitte mit. Wo ist denn dein Handy? Folgst du mir bitte unauffällig? Der Herr mit der Maske, der Typ vom Block. So, wie sieht das aus hier? Ruski, haben Sie noch Schmerzen? Ja, ich kann nicht richtig laufen, ich habe Pankreas eingeklemmt. Was haben Sie eingeklemmt? Pankreas oder Ischias oder irgendwas. Ich habe auf jeden Fall Schmerzen. Ach, Sie meinen Ihr Dingeling? Mein Schwingelding. Lassen Sie mich mal schauen hier. Achtung, nicht erschrecken. Nicht erschrecken. Okay. Oh Gott, was ist passiert? Aber nicht, nicht dahin langen. Ich bin empfindlich. Nein, Achtung, Vorsicht. Einmal. Ja, okay. Und, ja, so, und. Okay, ja, hoch bitte. Oh ja, so ist es gut. Jungs, Männers. So? Ja. Was macht ihr da? Ich bin in der Luft. Ist das so? Guck mal, so ja. Soll ich sie so tragen? Oh, das. Das kribbelt an meinem Schwingelding. Was tut das denn? Das kribbelt. Das ist nicht gut, Led. Lass mich runter. Ja, Moment. Haben Sie schon alles vom Markt hier? Ja, gibt's eine Medizin? Wir brauchen keine Medizin. Wir müssen einfach warten. Okay, ich warte, Blöd. Wie lange noch? Es tut so weh. Ich lass dich mal hier runter, ne? Okay. Warte, kann ich dich hier... Nee, da kann ich hier nicht. Gut. Achtung, Vorsicht. Ja, ich bin bereit. Und whoppa. Ah, danke. Ich gehe langsam in die Bus und warte auf Genesung. Mach das. Lieber Busfahrer, bitte warte auf uns. Wir sind noch hier bei der Sparkasse. Ja, 30 Sekunden, ne? Dann ist Abfahrt, mein Freund. So, wie sieht das aus? Einer sitzt drinnen? Ich. Hallo. Oh, nee, bitte nicht. Oh, wir sind beim Bus gefahren. Nito, wie weit bist du? Ich hab gehört, dieser Bus hier. Hallo, Test. Der ist ausgeliehen von dem Herrn Grattler. Ich fahr den aber heute. Jemand da? Ja, wir sind da, Tumi. Ja, ich komme. County Police Department. Ich bin guten Tag, Herr Connor, aber mit Sicherheit hier. Können Sie nachschauen. Herr Schmitz. Genau. Oh, die Nonne ist da. Hab meine Nonnenkleidung wieder gefunden. Hey. Oh, ja, jetzt bist du hübsch. Jetzt bist du hübsch. Wunderschöne Lady. Der Beste eine Klamotte ist, man kann sein Fuß. Vorsicht. Rückt der Mann. Der ist gerade schlecht, dass wir Kollegen an der Sparkasse. Hier gibt's genug Plätze. Okay. Das hier ist der Busfahrer und der hat einen guten Busführerschein sogar. Echt? Ja. Das ist erstaunlich. Ich habe sogar erst vor kurzem hier den, wie heißt das, den Personenbeförderungsdingens gemacht. Ja, den brauchen sie ja auch. Haben die jetzt unseren Busfahrer umgehalten oder was? Ja, da ist Warte. Er. Oh, der Nonne ist wieder Nonne, ja, sei gegrüßt. Ja, ich habe meine Klamotte gefunden. Hallo, die Herren, ich bin der Ticketmeister von diesem Busunternehmen. Hallo, der Herr, ich bin der Eric. Das ist Ihr Busparkplatz oder was? Das Police Department. Ganz gegrüßt. Mein Name ist John McLean. Ja, Herr McLean, auch Sie. Schönen guten Abend. Wie kommen Sie mir hier? Der schlägt manchmal aus. Wir wollen nur gucken, ob Ihr Busfahrer auf Bus fahren darf. Hat der von eigentlich schon einen See an? Nicht, ob er kann, sondern ob er darf. Ah, das muss er Ihnen sagen, ich habe die nur eingestellt auf 350-Euro-Basis. Ja, super. Na schon mal gut. Alles klar. Ja. Und bei Ihnen heute Abend alles Gute, Herrn, kann man Ihnen irgendwie behilflich sein? Wir haben jetzt hier eine Nonne zum Beispiel im Angebot. Ich war natürlich dabei. Soll ich sie segnen? Ich kann sie segnen. Ja, segne doch mal die beiden. Betsy segnen. Segnen Sie, die hat mal für eine gute. Gibt's ein bisschen Weihwasser. Also. Segnen Sie lieber mal die Betsy, die hat's nötig. Die Betsy, okay, Moment. Hey, Hunger. Ich habe einen Rosettenfisch. Ja, ja, ja. Was im Namen des Vaters. Auch so was zu essen. Das war irgendein Tralala. Oh. Stimmt, voll vergessen. Was sag ich ja? Fertig. Du bist ein Hunde?
Wir werden damit keinen Unfall mehr bauen. Das ist ein Bulle hier aus Lakeside? Was haben wir denn hier so schönes? Das ist die Polizei hier. Hast du mal einen Ausweis für mich? Ja, natürlich. Was ist denn jetzt das Problem? Hier. Und gesagt, du bist ein Bulle in Lakeside. Das ist Beamtenbeleidigung. Das ist nicht nett. Das macht man nicht. 37 Das wird nicht Beamtenbeleidigung, aber das könnte man noch ein bisschen schöner formulieren. Ich glaube, wir müssen 37 Passagier trennen. Also, der Dinkel kommt jetzt ins Gefängnis. Bitte? Haben Sie mit mir gesprochen, oder was? Ja, also, da möchte ich bitte eingreifen. Der muss nicht ins Gefängnis. Der muss auch nicht ins Gefängnis. Aber das nennt sich Polizeibeamter. Polizeibeamter nennt man das hier. Tut mir leid, ich komme aus einer anderen Gegend. Bei uns ist das üblich. Bei uns heißen die Oberwachtmeister. Und einfach nur Wachtmeister. Bei mir hieß das immer Wachtmeister oder Wachtmeister? Die Armee ist doch durch. Kann der? Also, und wer ist der Gangster? Wenn du Fische suchst, dann geh ich schwimmen. Ja, aber ich kann sagen, das ist ja immer ein paar hundert Meter. Wenn du 30.000 dabei hast, kann ich das gerne machen. Ich habe wieder 60 Stück geholt. Seid ihr Soldaten? Das kann sein. Okay. Gute Ansage an die Reisegruppe. Bitte wieder aufsatteln in den Bus, danke. Chantal, gib mir mal einen Schlüssel, bitte. Seien Sie jetzt auch noch. Wir müssen mal wieder los. Schönen Tag. Dürfen wir weiterfahren, ja? Wir fahren müssen die Nähe. Warte mal, der Herr mit dem roten Hemd, der könnte nicht rein. Was? Das bin ich, Dinkel. Will ich nicht. Können Sie dich mitnehmen? Ein, okay, ja gut. Alois, steig ein jetzt. Ja, der, okay, dann, der hat mir, ja, okay. Auf Wiedersehen und danke für alles. Liebe Officer, oh, mach ihn nicht. Oh, Abend, wer ist das denn hier hinter mir? Ich glaube, das ist eine große Drogenbande. Entscher Dinkel. 2, 3, 4. Hey, jetzt mal ganz schnell. Sind alle da? Die hören sie nicht, die reden alle übereinander, das versteht man keinen. Alle da? Ja. Hier. Ja. Ruhig, bitte. 1. 7. Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Hä? So, liebe Fahrgäste. Ich habe immer noch keine Hose an. Du hast dir keine Hose gekauft. Ich hatte kein Geld, ich musste zur Bank. Jetzt habe ich Geld, aber keine Hose. Boah, Leute, was ist denn los mit euch? Ich habe da jetzt schon beim Marken Red Bull oder so gekauft. Alle reden durcheinander. Hier, das ist ja wieder normal. Jetzt aber mal ganz im Ernst. Oh, Blöde! Hey, Geld! Da liegt Geld. Junge, aber uns reiten eine Hungersuchung auf einmal. Ja, das waren wir nicht, schau. Trottel, was ist denn los mit dir? Was ist denn hier passiert? Eieiei. Ich glaube, wir sollten das mal mit der Versicherung klären. Und der lag schon vorher da. Du bist jetzt der Reiste von Ruhm. Jetzt schrei ich rum. Ja, Mann. Der ist einfach umgekehrt. Officer, ich habe damit nichts zu tun. Die Bullerei ist schon da, kennst du? So, ich würde gerne mal sehen, dass sie Abstand halten. Es gibt hier nicht das Geringste zu sehen. Dann ist ja gut, dann fahren wir weiter. Fahren wir weiter, würde ich sagen. Ja, ist klar. Habt ihr was auf den Augen? Da ist doch was. Nein, da ist gar nichts. Dinkel. Da ist gar nichts, Herr Dinkel. Dinkel einsteigen, sonst gibt es Schläge. Da ist gar nichts. Fahren Sie weiter. Einsteigen, Herr Dinkel, sonst gibt es Haue. Hallo, Sie sitzen auf meinem Platz. Ich hab das Gefühl, die verarschen uns. Da ist doch was, seht ihr das nicht, oder was? Nein, da ist nichts. Negativ. Jetzt steig ein, du Lappen. Ja, Frau Lee. Wie heißen Sie denn? Ja. Ich bin der Harry Connor. Harry Connor? Ist das auf Ihrem Plätzchen? Einen Moment. Richtig. Okay, ich werde mir Ihren Namen merken, Harry Connor. Das tut mir sehr leid. Ist das? Und dann rufe ich Sie an, wenn ich mal wieder, jemanden brauche, der nichts sieht. Steigen Sie ein, bitte schön. Machen Sie das. Ich bin immer gern zu Diensten. Oh, sehr schön. Tschüss. Ach, servus. Ja. Tschüss. Ja. Guck mal, ich hab schon die ersten Kontakte. Wir haben jetzt den Busfahrer rausgeschmissen. Was war denn das gerade, Busfahrer? Ich wollte nach links abbiegen und der versucht mich einfach mitten auf einer Kreuzung zu überholen. Was ist das denn? Aber du hast nicht geblinkt. Was? Du kommst ja vom Militär, ne? Ah. Und du sagst, du bist nicht mehr da. Ah, warte mal, das sollte man ein anderes mal klären. Okay. Reden Sie ruhig weiter. Was? Ich höre nichts. Bitte? Nicht, wenn der Russe dabei ist. Ich höre nichts. Ich höre. Ich glaube, der Russe, der ist für alles fähig. Nein, ich habe MP3-Player. Ich höre Tattoo. Ich höre russische Musik. Okay, Russen sind scheiße. Kalinka, 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 ja. Kalinka, Kalinka. Was ist hier passiert? Auch Russen. Ah, Russen-Trash. Was?
Fliegt ihr im Harry Potter Bus gelandet oder was? Er fliegt hier durch die Gegend. Katastrophe. Okay. Ich glaube, wir werden verfolgt, Jungs. Echt? Machen Sie Vollbremsung, da wissen wir Bescheid. Warte einfach, bis ihr überholt, dann kannst du auch wieder kaputt machen. Wo wollen wir denn jetzt ein? Fahren wir jetzt hin. Du bist doch der Busfahrer. Ja, ich bin auf unserem Busfahrer. Busfahrer. Hoch auf unserem Busfahrer. Was? Äpfel? Ja, Äpfel. Lecker. Können wir Apfelschnaps draus machen? Ich hab keine Hose an. Hört sich gut an. Ist nicht so schlimm. Können wir auch Wodka machen? Mit ein bisschen Korn? Ja, sicher. Apfelwodka. Ist das denn hier, ist das denn hier ein Raucherbus? Ja, können Sie ruhig einen anmachen. Danke. Können Sie aufs Dach setzen, da können Sie rauchen. Spät schon an. Ich glaube, wir werden wirklich verfolgt. Ja. Ist der laut am Schnarchen hier, dieser Kerl? Der raucht mir die jede Sekunde hier. Der Russe, ne? Nein, ich bin wach. Ach so. Ich bin der, das ist der Dinkel. So, der Dieter. Ist der Dinkel schon wieder am Schlafen, der alte Sack. Ja. Mann. Ich mit meinen 104, ey, fit wie ein Turnschuh. Ach, Herr Busfahrer. Ich stöpsel ihn mal zärtlich an. Was ist hier? Hallo. Oh, scheiße, ich bin eingeschlafen. Hab ich geschnarcht, Jungs? Oh, ein bisschen. Wie schon. Was ist da vorne? Ist aber da ist mir zu viel los. Normalerweise schnarch ich nämlich nicht. Komm, das ist eine schicke Kache. Musst du da heute mal an und zeig uns das Apfelfeld. Ey, was denn? Wie kann man mit Äpfeln solche Autos bezahlen? Da hinten sind die Äpfel. Wo fahren Sie hin? Was ist los? Da ist das Wasser. Jetzt warten Sie doch mal ab. Lassen Sie mich doch erstmal. Wir machen einen Apfelbaum. Ja, Sie haben hier heute schon einen Unfall gebaut und jetzt machen wir so einen Scheiß hier. Apfelbaum. Hier sehen Sie einen Birnbaum. Meine Herrschaften, Sie befinden sich nun am Apfelfeld. Geschätzte Aufhaltezeit ca. 5 Minuten. Viel Spaß beim Pflücken. Okay, wir versuchen sie einfach. Juhu! Äpfel pflücken. Möchtest du schon mal probieren? Ich hab eine Apfelallergie. Du Dinkel, du schaust einfach zu, das ist schon okay. Ich wollte eigentlich. Körner, warum begrabst du alle meine Baum? Machen wir jetzt eine Kaffeefahrt oder was ist das hier? Und ja, warum, wer zeigt mir hier seinen Ausweis? Ihr sollt Äpfel pflücken, nicht Ausweis zeigen. Ja, bitte, aus. Mein Ausweis zum Äpfel pflücken. Alias Gratler. Keiner zeigt mir seine Ausweis. Keiner aussprechen. Ja, Dinkel, da könnt ihr hin. Skillstufe 1. Du könntest dir auch Apfelallergie kurieren lassen. Oh, da hinten gibt's auch schon wieder Tote. Bitte, sagen wir mal, komm, wir gehen entspannen. Herr Dinkel? Herr Dinkel? Guck mal, was da los ist. Herr Dinkel, wo sind Sie? Ja, weil da sind zweimal jetzt ein Kollege vorbeigefahren, zweimal hier. Einmal hoch und einmal runter. Soll ich Sie segnen? Wir sind die schon runtergefahren sind einmal. Wir haben jetzt einen Patienten, der bei Ihnen war zu gucken. Oi, wo ist so viele Blut? So viel Blut. Hast du Blut? Ich hab mich gerade schon verbunden gehabt, hier ist Ihr Apfel auf Kopf gefallen. Das wird gehört. Einer hat ist auf der falschen Straßenseite gefahren. Ja, ich komm sofort mit dem was ist das für eine Verrückte? Habt ihr ihn erwischt? Nein. Das war ein Sportwagen. Und mit dem da brauche ich nicht versuchen zu verfolgen. Okay, viel Glück, meine Freunde. Ich muss wieder zu dem Bus. Ich habe Durst. Ich muss. Oh, pass mal auf, ey, Kollege. Pass mal auf. Ja. Du. Die sind aber bei mir nackig, der Herr. Ich? Russe. Ja. Du kannst mich ja besser verstehen als der Rest anscheinend. Da. Ich habe Bayerisch gelernt in Schule. Jetzt schaut es so aus, dass ich mich natürlich nicht immer vielleicht so äußern kann durch meine Dialekte wie die anderen Leiter drüben. Da. Kannst du mir dann ein wenig helfen beim Übersetzen? Weil ich glaube, die haben weniger Probleme mit deiner Aussprache wie mit meiner. Auf Russisch? Kein Problem, mache ich gerne. Okay. Und dieser Dinkel, der ist mir ein wenig unsympathisch, habe ich gemerkt. Der ist frecher Mann, da. Hast du recht. Ja, der ist zwar... Gehen wir ein bisschen weiter weg. Anna, ich glaube, wir müssen hier bleiben, damit wir so tun, als würden wir zu denen können. Ach so. Der Dinkel. Ah ja, passen wir auf. Herr Dinkel, wo sind Sie? Sind Sie am Rumdinkeln? Alter. Herr Dinkel, leben Sie noch? Boah. Die wollen gerade nicht. Abgehauen.
Wollen wir ohne die weiterfahren? Hat hier jetzt noch irgendjemand Medizin? Ich kann immer noch nicht laufen. Wo ist denn diese Unterhosen-Fuzzi? Kann das sein, dass die beiden noch mal zu fahren sind? Hat er den Zehenmuskel mal trainiert? Ich habe oben rechts ein Medizinsymbol in meine intelligente Brille. Schauen Sie doch mal, da vorne, da ist doch einer gerade vom Notdienst. Ach so, stimmt. Mit. Kann mich jemand hier eintragen? Ich kann nicht mehr so weit laufen. Ja, warte. Ich habe Schmerzen. Meine Bauchspeicheldrüse tut weh. Achtung! Uai! Oh, mein Disco! Er schmeißt ihn aber ganz schön durch. Wow, hui, was soll machen Sie da? Ein heißer Trip. Oh mein Gott, das sieht richtig aus. Ah, okay, sehr gut, ja. Ja, was denn? Oh, jetzt läuft das. Ah, besser, ja. Spring dich hin. Okay, bitte nicht wieder meine Schniedel kitzeln. Ist der Notarzt nicht schon weg? Da ist er nur. Ja, der kriegt dann auch so eine Blutrache. Ah, Blätter, ich habe Schmerzen. Legen Sie ihn einfach hin. Ja. Ja. Ich kann nicht mehr laufen. Dieser Herr Dinkel. Einfach liegen bleiben. Ja. Es tut weh, ich kann nicht mehr laufen. Moment. Dispatch von Ambulance zu kommen. Der hat ja eh schon keine Hose mehr. Ich bräuchte nochmal am Apfelfelden-Doktor. Ich habe auch die Geschichte nicht ganz verstanden von den beiden. Die waren sehr suspekt. Ist es schlimm? Ten vor. Werde ich wieder laufen können, Herr Doktor? Natürlich. Es müsste halt nur noch ein bisschen dauern, bis... Das ist kein Problem. Es tut fürchterlich weh. Wer hat mir denn jetzt einen Ausweis gegeben? Ich nicht. Hier werden ständig Ausweise rumgeworfen, Blät. Ja. Wenn das Laufen nicht mehr geht, müssen wir da Beine wegschneiden. Nein, bitte nicht, Ich brauche noch. Beine werden mir nicht abgeschnitten. Okay. Spasiba, mein Freund. Mir ist wieder alles gut. Kannst du mir eine Spritze geben, dass Schmerzen weggehen? Ich habe leider keine. Ich darf leider auch keine vergeben. Bleiben Sie erstmal liegen. Es ist noch ein Blut verloren. Hört ihr mich? Herr Klattler, wo sind Sie? Bitte fahrt nicht ohne mich, ich warte auf Medizin, Mann. Oh, es tut so weh. Oh, hoffentlich kommt er bald. Was zum Teufel war das da eben? Waren das zwei Autos ineinander steckend? Ja, war Abschleppdienst, glaube ich. Ach so machen Autos Liebe. So werden Autos gemacht. Kommt da oben. Oh, der kommt ja! Bitte rette mich! Oh, blöd, ich habe Schmerzen! Oh. Haben Sie erstmal still liegen? Der links. Der andere. Ja, ich brauche Hilfe. Meine Beine tun weh, ich kann nicht mehr schnell laufen, bitte. Reparieren Sie mich. Ja, mach ich. Ich gebe Ihnen dann eine Salbe drauf. Ja. Oh, danke. Oh, das tut weh. Ah, oh, nicht so fest, bitte. Ja, oh, das muss doch. Okay. Ich sag jetzt, so ob zu viel schnell und Beine sägen ab. Nein, bitte nicht. Nee. Versuchen Sie es jetzt mal. Okay, ich versuche. Ich stehe auf. Ich laufe. Oh, ich laufe gegen Auto. Ja, es geht wieder! Oh, blöd! Spasiba! Vielen Dank, Doktor! 1000er schon durchgelaufen. Vielen Dank! 88er Puls. Tschüss, auf Wiedersehen! Das wird dann ja. Negativ. Hey, blöd, guckt mal, ich kann wieder rennen! Ich kann wieder rennen! Hui! Du willst nach Hause, ja? Ja, aber seit wann sind wir denn per Du? Entschuldigen Sie. Sie wollen nach Hause, Herr Dinkel? Ja, ich würde gern in mein Hotel, da wo ich schlafen kann. Ich bin müde, wir sind heute mit dem Schiff von Altes hierhin und da mit dem Bus. Da haben sie einen Autounfall gebaut, ja? Ich bin müde, wir haben jetzt gerade Äpfel gepflückt, ich muss noch arbeiten. Ich kann Sie gern in Ihre Pension bringen, wenn Sie das möchten. Ja. Gut, dann würde ich sagen. Sehen ihr das denn alle anders? Wollen die alle hier Schiff fahren oder was? Eine Schifffahrt, die ist lustig. Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Die wollen mein Ticket mit dabei. Ja, und dann heißt ja nicht, dass man das machen muss. Ja, aber du hast bezahlt. Das ist nicht schlau, wenn du bezahlst, aber nicht machst.
Dann sagt der Russe, ja, der alles verloren hat. Meine Mamuschka hätte gesagt, das ist... Blöd. Du nimmst mich gar nicht ernst. Einsteigen, Klappe halten. Wo ist denn der Dinkel jetzt nochmal hier? Ist der... Du Dinkel? Er ist ja. Im Bus. Ja, warte mal. Der ist in den Bus gedinkelt. Dinkel, kannst du mich hören? Ja. Ja, sehr gut. Da gibt's nochmal einen Trick. Und zwar kannst du, wenn du den Steuerungsmuskel drückst und dann darüber die Taste, dann kannst du die, deine Lautstärke auch noch ein wenig ändern. Und du redest sehr leise in einem sehr beschränkten Bereich gerade. Du bist ganz schön beschränkt, hat er gesagt. Du bist beschränkt? Nein, ich habe nur übersetzt. Wollte nur sagen, dass, das, dass der Busfahrer dich schon nicht mehr hört jetzt wahrscheinlich. Besser? Dann funke ich einfach. Ach du Scheiße, bitte nicht. Funken im Bus, perfekt. Hallo, Sitz 1 an Sitz 8. Herr Busfahrer. Sitz 8 hört. Busfahrer. Können Sie Sitz 7 mal schlagen? Ah,